Wenn sich die Zeiten ändern, ändern sich auch die Menschen und damit auch der Humor. Und so ist die Geschichte des österreichischen Kabarets genau wie die seines Landes. Eine sehr abwechslungsreiche. Mir kommt es beim Kabarett vor allem darauf an, dass es nicht einseitig ist. Also es, dass es nicht nach einer Seite ausschlägt, sondern nach beiden Seiten. Dass das Geschoss nicht einseitig ist, sondern eben alles, was eben nicht in Ordnung ist, glosiert wird und detailliert und so weiter. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war für das Land und das Kabarett eine sehr bewegte Epoche. Das Fernsehen hat begonnen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, das Kabarett wurde von einem verruchten, in den 20er Jahren verruchten Lokal, wurde das mehr zu einer massentauglichen Unterhaltung sozusagen. Ein Monat ist zu Ende und ich mache Bilanz. Unser aller Bilanz. Und dann kamen die natürlich naturgegebenen politischen Konflikte, die da sind: Arbeiterschaft, Unternehmerschaft, Kapital. Das Kabarett ist immer auch ein Spiegel seiner Zeit und wenn es gut ist, zugleich zeitlos. Jederzeit ihr Kabarett. Österreich im April 1945. Karl Renner ruft die provisorische Regierung aus, Österreich ist wieder eine Republik. Der Krieg war noch nicht zu Ende, doch Wien war bereits freigekämpft. 30.000 alliierte Soldaten mussten letztendlich auf österreichischem Boden ihr Leben lassen, um das Land zu befreien. Furchtbare Erfahrung. Also man kann ja nur froh sein, dass man ein bisschen später geboren ist, dass man das alles nicht miterlebt hat. Dass die Erinnerung an den Sieg der Alliierten keine ungetrübt positive ist, hat jedoch auch andere Gründe, wie Sissi Kraner in einem Chanson von Hugo Wiener erinnert. Dann zogen die Befreier ein auf Jeeps, auf Tanks und Radeln. Und seit der Zeit sind wir Besitz, das Dorf und auch dem Adel. Ich bin just best im Kurstall drin und hab grad weg die Kirche. Aber einmal steht ein Mann vor mir, ein fescher Offizier. Erst hat er Hello gesagt, dann sagt er Hey, dann sagt er Kiss me sister und dann Okay. Ich werde das nie vergessen in Ewigkeit. Es ist eine Erinnerung an diese schöne Zeit. Die Siegermächte Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich teilten das Land in vier Besatzungszonen auf. In Wien waren alle zugleich präsent. Die vier im Jeep prägten von nun an die kommenden 10 Jahre das Stadtbild. Die von Helmut Qualtinger gespielte Kunstfigur des Herrn Karl, auf die wir später noch zurückkommen werden, erinnert sich in seinem aufsehenerregenden Fernsehmonolog von 1961 an diese Zeit. Ja, dann sind eh schon die Russen gekommen. Ich habe mich ja gut mit ihnen verstanden. Ich habe ja gewusst, wie man mit ihnen umgeht. Ne? Die Asiaten, die Slawen. Ne? Ja, die anderen, die sind alle gerannt. Nicht? Mit den Hitlerbildern haben sie einen Misthaufen gehabt. Ich habe meins hängen lassen. Bin gegangen zu den Russen, habe es extra in meine Wohnung geführt. Da war ich, da war ich. Komm, Kamerad, ich bin so da, Patjom, Patjom. Ja? Dann habe ich das Hitlerbild genommen, runtergerissen. Um die Erde gehabt, drauf umeinander trampelt, haben gesagt, Karascho sind gegangen. Ne? Ja, das ist die Figur des Herrn Karl gewesen. Viele Menschen haben sich in dem wiedererkannt, wie er war, und haben auch Verständnis dafür gehabt, wie der arme Kerl gelitten hat auch unter dem Hitler und wie es dann noch ein Hitler war. Die haben Verständnis gehabt dafür. Mit den Nazis nie etwas zu tun gehabt zu haben, das gaben viele Österreicher plötzlich vor. Wir sind die Ostmärker, pardon, die Österreicher. Meine Verehrung, Herr Baron. Nicht nur mit den Nazis wollte nun niemand etwas zu tun gehabt haben, sondern überhaupt mit den Deutschen. Während 1918 keiner so recht beantworten konnte, was Österreich eigentlich sein soll, und fast alle Parteien den Anschluss an Deutschland forderten, gab es nun einen nationalen Konsens, was österreichisch zu bedeuten hat, nicht deutsch. Oder wie es Farkas später einmal sagte, Österreich ist ja das Land, das sich von Deutschland durch die gleiche Sprache unterscheidet. Nicht wahr? Ich möchte jetzt einen kleinen Dankeschön.
Sogar das Schulfach Deutsch wurde kurzerhand in Unterrichtssprache umbenannt. Freilich, die Gründe, mit Deutschland nichts zu tun haben zu wollen, sind durchschaubar. Eine frühe Parodie des plötzlichen Österreich-Patriotismus ist der Einakter P.G. Barabbas wird Österreicher. Das ist erste Bürgerpflicht. Schlaf, Barabbas, schlaf. Schlaf, Barabbas, schlaf. Im Schlaf ist jeder brav. Im Schlaf ist dein Gewissen rein. Im Schlaf kann man kein Nazi sein. Schlaf, Barabbas, schlaf. Vor einem fiktiven Tribunal muss Barabbas beweisen, dass er Österreicher ist. Du hast die Frage zu beantworten, warum du Österreicher werden willst. Danach hat mich eigentlich noch niemand gefragt. Warum? Warum? Ich fühle mich eben als Österreicher. Was fühlt man da, wenn man sich als Österreicher fühlt? Man fühlt eigentlich nichts. Das halten wir fest. Ich wollte sagen, aus weltanschaulichen Gründen. Sehen Sie, im Augenblick bin ich in Österreich eine Displaced Person. Und als Österreicher... Bist du auf der ganzen Welt eine Displaced Person? Hast du keine nichts Angst? Gewusst zu haben und nichts wissen zu wollen, sollte in Österreich noch lange dem Zeitgeist entsprechen. Eine schwierige Ausgangslage für das Kabarett. Kritische Stücke wie diese blieben noch lange die Ausnahme. Das sind alle deine österreichischen Eigenschaften? Durchaus nicht. Ich liebe Schnitzel, den Heurigen, die Rawak. Ich kann Müllramstrudel sagen, ohne die Aussprache zu verfehlen. Ich kann Zwirnsknäuel sagen, ohne zu stottern. Und ich kann vor allem sagen, ich kann mich leider an gar nichts mehr erinnern, ohne zu erröten. Gefragt war, wie auch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, vor allem leichte Unterhaltung und das sehr rasch. Auf Anweisung der sowjetischen Besatzungsmacht hatten Theater und Kleinbühnen im besetzten Wien sofort wieder ihren Betrieb aufzunehmen. Aber natürlich nur mit Inhalten, die den Besatzungsmächten passten. Mein Vater hat dann mit 18, 19 im russischen Sektor das russische Kabarett gemacht, auf Deutsch. Das war natürlich wahnsinnig indoktriniert von dem Gedankengut, vom russischen Gedankengut, aber sollte trotzdem die Wiener Bevölkerung unterhalten. Schon im Mai 1945 wiedereröffnete der Simpel. Was ist denn? Stalische Schwammerl gefressen? Na, was hat... Nein. Ich hab's ein bisschen rascher genommen. Langsamer. Also bitte langsamer. Wann ich wieder auf die Welt komm, wer weiß, was da ist. Ob mein Wien ihn auch kenn, ist eine Frage. Denn 200 Jahre ist eine Zeit lang ganz gewiss. Was ich da alles geändert hab, mag. Im Juni 1945 eröffnete auch das Wiener Werkel. Es ist gescheit, dass ich sie trisch. Ja, sie kommen wie am Pfiff. Denn ich brauch sie, werden jetzt lachen, wieder dringendst ein paar Sachen. Ein Brillant von 3 Karat und ein Fotoapparat. Ja, das kriegen's, weil ich auch meinerseits Diverses brauch. Was ich schon so lange such, ist zunächst einmal ein Buch. Josephine Mutzenbacher und einen guten Hemdenmacher. Dann einen Friedensgummischlüpfer und einen echten Perserknüpfer. Bald darauf begannen zahlreiche weitere Bühnen, auch in den Bundesländern. In Innsbruck das kleine Welttheater, in Graz der Igel mit dem jungen Fritz Mulia und in Linz das Kabarett Eulenspiegel mit dem jungen Maxi Böhm. Maxi Böhm machte sich zu dieser Zeit unter anderem als Quizmaster einen Namen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat gesagt der, na, Sie wissen sehr viel, aber... Das weiß ich nicht. Haben Sie keinen Wissensdurst, nein? Kann man den geerbt, den Durst vom Vater. Ja. Allmählich kehrten die ersten Flüchtlinge aus dem Exil zurück. Um eine allgemeine Heimkehr der Exilanten war man in Österreich keineswegs bemüht. Einige Prominente wurden jedoch persönlich eingeladen. So kam etwa Karl Farkas bereits 1946 aus Amerika zurück, eingeladen vom Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka. Ich sage Ihnen, wenn ich gewusst hätte, dass ich den Zweiten Weltkrieg erleben werde, hätte ich den Ersten gar nicht mitgemacht. Schaut sich das an, meine Herren. Hermann Leopoldi wurde 1947 wie ein Star empfangen. Auf dem Franz-Josefs-Bahnhof in Wien
wurde der bekannte Schlagerkomponist Hermann Leopoldi von Vertretern der Stadt Wien begrüßt. Leopoldi kehrte in Begleitung seiner Partnerin Helly Möslein nach langjährigem Aufenthalt in Amerika wieder in seine Heimatstadt zurück. Hermann Leopoldi ebenso wie Armin Berg kehrten aus den USA zurück, Hugo Wiener und Sissi Kraner aus Venezuela. Hans Weigel kam aus der Schweiz zurück, wo er Texte in Zeitschriften publizieren konnte, jedoch nur unter Pseudonym. Als Flüchtling in der Schweiz hatte er keine Arbeitsgenehmigung. Für viele war die Rückkehr in ihr Heimatland nicht leicht. Georg Kreisler, der vor allem als Liedermacher berühmt war, hatte auch beruflich in den USA Fuß gefasst. Stilistisch beeinflusst von dem Entertainer Tom Lehrer, sang er in New Yorker Nachtlokalen, schrieb Lieder für Rundfunk und Fernsehen und ging auf Tourneen. Doch plötzlich wusste ich, wo ich hingehör. Ich nahm das nächste Schiff zum Mittelmeer und fuhr in großer Eile und sehr fidel in meine wahre Heimat Israel. Doch das war leider überhaupt nicht schlau. Hier gibt mir niemand an Kredit. Und was versteh denn ich von Ackerbau? Und alle reden nur Ivrit. Nee, ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich spür's in allen Poren. Auch wenn ich hier zu Hause bin, ich fühl mich nicht zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich hab hier nichts verloren. Und wo soll ich dann hin? Mitte der 50er Jahre kehrte er nach Wien zurück, doch bestand er darauf, nicht als Österreicher bezeichnet zu werden. Sein Verhältnis zu Wien blieb zeitlebens ein ambivalentes. Also Sie würden nicht sagen, Sie seien heimatlos, sondern Sie hätten mehrere Heimaten. Nein, ich würde sagen, ich habe keine Heimat. So kam ich voller Unglück und voll Glück in mein geliebtes Städtel hier zurück. Der Umgang ist mit mir zwar sehr verpönt, man hat sich an mein Wegsein schon gewöhnt. Jetzt heißt es tief geduckt und missgetraut, und wer nicht mitmacht, der macht mit. Jetzt werd ich von der Seite angeschaut und krieg symbolisch einen Tritt. Jetzt fühl ich mich zu Hause, zu Hause, zu Hause. Im Ausland nur zu sitzen war auf die Dauer ungesund, denn hier bin ich zu Hause, zu Hause, zu Hause. Hier kann man mich benützen und hier geh ich zugrund. Für viele Vertriebene war die Heimkehr nach Österreich keine Selbstverständlichkeit. Auch für Künstler der Gegenwart absolut nachvollziehbar. Schwierig, 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 wenn man weiß, dass da ein großer Prozentsatz das mitgetragen hat und dann soll man von denen wieder spüren. Ich glaube, das werden viele nicht geschafft haben. Darum sind auch manche nicht zurückgekommen. Und dann, man muss es leider sagen, zur Schande Österreichs, viele wurden auch nicht willkommen geheißen. Ob das jetzt in der Wissenschaft war oder in der Kunst, viele empfanden das auch nicht, dass sie willkommen wären und waren dann zu Recht auch verbittert manche. Stella Kadmon wiederum wurde die Rückkehr seitens der jüdischen Gemeinde in Palästina übel genommen. Man war bös dort auf jeden, der nach Haus gefahren ist, weil man gesagt hat, das ist das Land der Juden. Und die Juden sollen doch glücklich sein, man hat sie hier aufgenommen. Die meisten haben sich auch sehr schön eingearbeitet, nicht in der Sprache, aber mit allen möglichen Arbeiten. Und jetzt fahren sie weg, jetzt brauchen sie uns nicht und dann fahren sie weg. Also sie waren wütend in den Zeitungen, Artikeln und so, also schrecklich auf jeden, der heim wollte. Ab 1947 wieder in Österreich wandte sie sich vor allem der Literatur und dem Theater zu. Ein Jahr später kehrte auch der in Favoriten aufgewachsene Gerhard Bronner aus Palästina zurück. Zunächst wollte er nur für einen kurzen Aufenthalt nach Wien kommen. Doch die Geschichte verlief anders. Ich war damals 48 gerade aus der Emigration zurückgekehrt. Und besuchte ein solches Etablissement. Kann mich erinnern, auf Freikarten. Nicht immer unterbrechen, ja.
Und in diesem Etablissement spielte ein Ensemble, das sich zum Unterschied von den großen Vieren, die damals Wien besetzt hielten, die kleinen Vier nannte. Und am Klavier fiel mir sofort ein Mensch unangenehm auf. Na dann fang doch bitte endlich an. Also geh mal. Warum denn plötzlich so geschwingt? Ja, weil man's kaum noch erwarten so, ja, kann. So singen wir jetzt beide harmonisch und zu zweit das schöne Lied vom Frieden, von Glück und Einigkeit. Was hast du denn? Was stehst du auf? Benimm dich vor den Leuten! Ich denke nicht daran, so eine Trottel zu begleiten. Und jetzt werden sie uns fragen, hat die Sache einen Sinn? Dass die beiden stets nur streiten, ja, wo bleibt des Lieds Beginn? Ja, was wollen denn die zwei Bläden mit der Friedensstrategie? Immer nur vom Frieden reden, aber Frieden machen nie. Die Idee zu dieser Nummer war ja lang schon vorher da. Na, wir kopierten die Erfinder. Russland und Amerika. Zahlreiche Soldaten durften erst lange nach Kriegsende aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kommen. Aus der Sowjetunion zum Teil erst 1955. Den Wiederaufbau leisteten zunächst vor allem Frauen. Doch aus dem Wiederaufbau wurde rasch ein regelrechtes Wirtschaftswunder. Zum Symbol dafür wurde der Kraftwerksbau in Kaprun. Im Nationalsozialismus war der Bau trotz Einsatz von Zwangsarbeitern unfertig abgebrochen worden. Nun trieb man das Prestigeprojekt mit Hochdruck voran. Das Geld für den Wiederaufbau kam vor allem aus dem Ausland. Allen voran die Zahlungen der USA im Rahmen des Marshallplans, einem Entwicklungshilfeprogramm für ganz Westeuropa. Der Marshallplan löst die UNRWA ab. Die Hilfe versiegt nicht, sie wächst. Zur tragenden Stütze des nationalen Egos wurde nicht zuletzt auch der Sport, allen voran die Götter des Wintersports. Unser nächster Besuch geht dem Arlberg-Kandahar-Rennen in St. Anton am Arlberg. Es ist eines der bedeutendsten Skirennen Europas, das abwechselnd in St. Anton, Garmisch-Partenkirchen, Mürren und Chamonix veranstaltet wird. Dieses Rennen gilt als eine der schwierigsten Prüfungen im internationalen Skirennsport. Und erst am Ziel unten wissen die Läufer, ob sie schnell genug gefahren sind. Denn schnell fahren sie ja alle. Schauen Sie hier auf Andra Molterer, wie schnell er herüberkommt und schon hinunter. Man kann also sagen, mit Österreich ging es wieder bergauf in dieser Zeit. Ein Nachteil für das kritische Kabarett? Diese Frage ist so, wie wenn du einen Arzt fragen würdest, was machen Sie, wenn keiner mehr krank ist? Ja, wird sich der Arzt freuen, es ist noch nicht realistisch, die Situation. Eine weitere Säule des Nationalstolzes, die schöne Landschaft. Einzig und allein das demokratische Bewusstsein war noch keine ausgemachte Sache. Also, welche Regierungsform wäre Ihnen am liebsten? Also, mir wäre am liebsten eine feste Republik unter der Regierung von Kaiser Franz Josef. Weil das Gebäude spielt Karten. Ja, wir spielen, meine Herren. Ich habe meine eigenen Karten mitgebracht. Ich teile. Die kriegen drei Karten, die kriegen zwei, die kriegen von mir aus fünf. Der Rest ist für mich. Auch an die neuen Staatsgrenzen musste man sich erst gewöhnen. Achtung! Seine Exzellenz, der Premierminister, erscheint. In dem Sketch »Wenn wir den Krieg gewonnen hätten« zeichnet Farkas ein ironisches Bild einer Gegenwart, wie sie wohl wäre, wenn die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts anders verlaufen wäre. Also schreiben Sie an meine Völker. Österreich hat bisher im Laufe seiner Geschichte mit größtem Erfolg immer wieder den gleichen Weg zurückgelegt. Von »Es muss was geschehen« bis zum »Da kann man heute nichts machen«. Aber diesmal haben wir unsere eigene Vergangenheit Lügen gestraft. Heute, am 44. Jahrestag in der Niederwerfung unserer Feinde, können wir mit Erfolg konstatieren, das Weltreich Österreich hat sich zu voller Blüte entwickelt. Wehrhafte Burgen schirmen unsere Grenzen. Unser ganzes Land ist ein Burgenland geworden. Unsere stolze Flotte steht auslaufbereit im Wienfluss. Auf unser Diktat hin wurde das Weltreich Großbritannien in Kleinbritannien umbenannt. Und trotz italienischem Einspruch bleibt der Südtiroler Platz in unserem Besitz.
Farkas, der schon in der Zwischenkriegszeit gemeinsam mit Fritz Grünbaum der Star des Simpl war, übernahm ab 1950 dessen künstlerische Leitung. Er führte es zur Hochblüte, indem er zahlreiche große Namen um sich scharte. Das ist gelungen, was? Sehr gelungen. Sie haben so einen gesunden Humor, gar nicht ansteckend. Ja? Seit jeher? Ja. Seit jeher. Woher kommen Sie jetzt her? Woher? Aus dem Parlament. Aber, warum sind Sie dorthin gegangen? Naja, weil ich musste hingehen. Ich bin immer bei so festlichen Anlässen, ja. Ich war ja auch vorige Woche im Rathaus, als Sie den Oskar Kokoschka zum Ehrenbürger von Wien gemacht haben. Das ist kolossal. Das ist kolossal. Das ist herrlich, dass Sie diesen Kokosch... Das ist... Wer ist er, der Kokoschka? Sie kennen den Kokoschka nicht? Hat er gesagt, er kennt mich? Ein Schäber wird er kennen. Kokoschka muss man kennen. Das gehört zur Allgemeinbildung, nicht? Oskar Kokoschka, dem berühmten österreichischen Dichter. Farkas selbst trat mit wechselnden Spielpartnern in Doppelkonferenzen auf, unter anderem mit Maxi Böhm. Legendär wurden aber vor allem seine Doppelkonferenzen mit Ernst Waldbrunn. Also, ja, so. Gelungen. Gelungen. Also, ich bin ganz Ohr. Ja, Sie waren schon einmal ganz Ohr, es hat aber nichts genutzt. Nun ist es das andere Ohr. Nun ist das andere Ohr. Was ist mit Karian? Also, jetzt hören Sie zu. Also, der Karian sagt, Doktor, ich möchte ein neues Festspiel aus. Darauf sagt der Trimmel, wui, das wird Geld kosten. Wui? Ein Franzose? Dräume? Aber nicht gar französisch redet, das ist ja wui, wui, das ist ein Schäckling, nicht wahr? Wui, wie man so sagt. Wui, das wird Geld kosten, nicht? Er muss es beschaffen. Ja. Wohin geht er? Zu mir. Zu Ihnen, Sie Tepps. Er geht ins Finanzministerium. Wui, jetzt wird es spannend. Ja, es wird auch spannend. Pass auf, also stellen Sie sich vor, Finanzministerium, der Heiligensetzer sitzt... Der auch? Heute sitzt schon jeder. Der Heiligensetzer sitzt beim Schreibtisch, nicht? Als es klopft und reinkommt, Dr. Trimmel, ja, Kollege, sagt er, der Herbie braucht ein neues Festspielhaus. Der Herbie? Der Herbert von Karajan. Okay. Herbert von Karajan. Drauf sagt der Heiligensetzer, Krach, wo soll ich's hernehmen? Der sagt Krach? Krach, sagt er. Ja, wo soll's hernehmen? Nicht? Er weiß es nicht, oder? Auf einmal fällt ihm ein Pi, sagt er. Hat dieser Schäferl eigentlich schon seine Einkommensteuer bezahlt? Und ich hab zwar nicht verstanden, was der kleine Döner und der große Blale, was die da, warum das so lustig sein soll, aber es waren zwei, die meine Eltern zum Lachen gebracht haben und das war schon toll. Da hab ich gedacht, aha, die schaffen das, dass meine Eltern lachen. Und das war vielleicht so meine erste Begegnung mit Komik und Kabarett. Politisch bissig war das Kabarett von Farkas allerdings nie. Obwohl er Gründe dafür gehabt hätte, hat er sich anders entschieden. Wenn ich in dem Bewusstsein arbeite, dass ich vor etlichen Jahren hier verjagt wurde, weil die Mehrheit der Bevölkerung doch Nazis waren und weil ich gehen musste, um am Leben zu bleiben, weil ich dann, wenn ich zurückkomme, nicht irgendwie Lust haben auf scharfes politisches Kabarett. Bitte ein Interview! Was für ein Interview? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin die Herausgeberin des linken Schulterblattes. Ja, bitte, was wünschen Sie? Nur einige Fragen für meine Kulturseite. Exzellent. Ach, Kultur, das ist unsere starke Seite, die Kulturseite. Wir pochen auf unsere Kultur, wir pochen mit Recht auf unsere Kultur. De facto haben wir schon so oft auf unsere Kultur gepocht, dass sie schon ganz weich geklopft ist. Farkas war unterhalten, ich habe das alles verschlungen. Also im Fernsehen halt, nicht? Schwarz-Weiß, da hat man nicht gesehen, ob das Testbüttel ist oder der Farkas, aber man hat zumindest, ich fand das großartig. Leute zu unterhalten, fand ich als Kind schon großartig. Ich war so ein bisschen, ja, sehr viel geredet. Kaum konnte ich reden, habe ich geredet. Publikumslieblinge zu dieser Zeit waren etwa das Duo Hugo Wiener und Sissi Kraner. Was weiß denn so ein dummer Mann? Was einer Frau passieren kann, ich suchte gestern her und hin die Nummer von der Schneiderin, die mir die Tante Melanie gegeben bei der Bridge-Partie. Ich suche bei den Nippes und sämtlichen Sachen, der Zettel ist weg und da kann man nichts machen. Moment. Ich hab genau dieses Lied und auch noch andere von der Sissi Kraner, oder sagt man Sissi? Mann munkelt, man sagt Sissi Kraner, in der Schauspielschule gesungen, weil meine damalige Gesangslehrerin gesagt hat, das ist genau was für dich, du bist ja genau der Typ und du wirst auch mal so.
Vielleicht hab ich ihn in der Tasche. Das hab ich damals jetzt, ja. Doch welche war es? Hatte ich das Rote an? War es die aus Safian? Hatte ich das Blaue an? Grüne an? Ja, aber es kristallisierte sich heraus, dass natürlich die Gesangslehrerin recht gehabt hat. Stilmäßig und typmäßig stimmt das. Ich bang nach Haus mit Mühe und Not. Ich hab ein einziges Mal die große Ehre gehabt, mit Hugo Wiener zu telefonieren, weil ich ihn gefragt habe, ob wir einen Sketch verwenden dürfen, wie er noch gelebt hat. Und da war die Sissi Graner am Telefon. Ich habe gesagt, Gott, hier spricht Michael Nierwarani vom Kabarett Simpel. Und so, ich bin jetzt der neue Simpel-Chef. Ja, das habe ich schon gehört. Und was wollen Sie denn? Ich hätte eine Frage wegen einer Nummer an Ihren Mann. Ja, Moment. Und dann habe ich gehört, Hugo, Telefon! Ja, hallo, grüß Gott, Hugo Wiener spricht hier. Also, das war mein einziger Kontakt mit den beiden. Ebenfalls am Simpel unter Farkas Fritz Mulia, der im Krieg unter dem Vorwurf der Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt wurde und nur knapp überlebt hat. Mulia gibt Aufschluss über die Arbeitsteilung am Simpel. 20 glückliche Jahre. Und Hugo hat damals mit Karl Farkas, dem Altmeister des Wiener Kabarets, die ganzen Simpel-Revuen geschrieben. Was nicht jeder weiß, die ganzen Doppelkonferenzen, Farkas, Waldbrunn, der Gescheite und der Blöde, waren alle vom Hugo. Und natürlich auch alle Chansons von Sissi Graner. Immerhin in 20 Jahren etwa 200 Chansons. Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Denn meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann es nicht gewesen sein. Anfang der 50er Jahre gab es ein zweites Ensemble, das den Durchbruch schaffte. Allerdings wesentlich politischer als der Simpel. Michael Kehlmann, Karl Merz, Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner brachten 1952 das Programm Brettl vor dem Kopf heraus. Eine Nummer aus diesem Programm ist bis heute zeitlos. Heute zieht der geschupfte Pferdl frische Socken an. Grün und gelb gestreift, das ist zu elegant. Konnte ich auswendig. Ich konnte es pur auswendig in geschupften Pferdl, der Papa wird schon richten. Damals hat es ja Singles gegeben mit vier Titeln. Zwei auf der A-Seite, zwei auf der B-Seite. Eine technische Leistung der Schallplattenindustrie, sage ich jetzt einmal. So gehen die beiden mit Vergnügen, sind zum Dom sein. Bei der Garderobe sehen sie ein großer Schild. Die Bettegäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der geschupfte Pferdl, ohne lange zu reden, sein Taschenpferdl hin, die Mütze hat im Taschenlehnhorn drin. Verstehst du? Was mir schwerfällt, sag, wie bist du auf die Schnapsidee gekommen, ein Lied über einen geschupften Ferdinand zu schreiben? Du wirst das nicht für möglich halten. Eigentlich war es ein gesungener Tatsachenbericht, was da im geschupften Pferdl drin gestanden ist. Wir haben das auf Platten herausgebracht, war sofort ein Riesenerfolg. Und mit der Last DCT, die sich von selber versteht, schläft der Ferdinand die Mütze aufs Paket. Der Jammer war nur der, dass die Frau Caroline Tumser, die Eignerin dieser Tanzschule, sich beleidigt gefühlt hat, das Ganze als berufsschädigend empfanden. Die Platte wurde verboten, musste eingestampft werden. Aber wieso? Das muss doch für die wahrscheinlich eine wahnsinnige Werbung gewesen sein. Im Gegenteil. Sie hat gesagt, das ist berufsschädigend und so. Wurde sie eingestampft. Das ist ziemlich übervögert schon, weil beim Tumse ist halt eh schon wissen Perfektion. Zwischen 1945 und 1966 wurde das Land durchgehend unter Führung der ÖVP in einer großen Koalition mit der SPÖ regiert. Tausende Menschen, die ein dichtes Spalier gebildet haben, bereiten den Mitgliedern der Bundesregierung einen herzlichen Empfang. Noch hatte der Alliierte Rat und nicht der Nationalrat das letzte Wort im Land. Doch die österreichische Regierung setzte alles daran, die Besatzungsmächte loszuwerden. Man muss sich aber bei einer Beurteilung unserer Gespräche darüber im Klaren sein, dass die österreichische Delegation in Moskau den Staatsvertrag weder abschließen noch unterzeichnen kann. Dies ist und bleibt Aufgabe aller vier Alliierten und Österreich gemeinsam. Dass es 1955 gelang, die vier Alliierten zum Abzug zu bewegen, wird in Österreich oft der Trinkfestigkeit des österreichischen Verhandlerteams zugeschrieben. Also es ist eine Legende, dass der Figl
beim unteren Tischsaufen dabei war, das stimmt einfach nicht. Das kann man nachrecherchieren. Das ist eine Gründungslegende der Republik Österreich, die lustig und herzig, aber falsch ist. Na gut, aber trotzdem ist es irgendwie eine gute Geschichte. Die Einfahrt nach Wien ist ein Triumphzug. Die Delegationsmitglieder begeben sich anschließend zum Bundespräsidenten Dr. Körner, dem sie von ihren Verhandlungen Bericht erstatten. Über den genauen Ablauf der Ereignisse gibt Karl Farkasch Aufschluss. Oh, verzeihen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe gar nicht bemerkt, dass Sie hier sind. Entschuldigen Sie, ich bin eben dabei, meinen alten Kalender auszuwechseln und durch einen neuen zu ersetzen. Aber bevor man so etwas tut, sollte man sich doch die Ereignisse des vergangenen Jahres durch den Kopf gehen lassen. Also, was war denn da? Vor allem der Staatsvertrag. Das 55. Jahr hat ihn uns endlich gebracht. Dafür müssen wir nur neutral sein. Das heißt, wir haben nichts zu tun, als nichts zu tun. Und das liegt uns ja. Wir sind frei. Dafür birgt alles unter Siegel. Oder vielmehr Dalles unter Fiegel. Tja, es gab zwar Schwierigkeiten, aber Dalles verstehen heißt alles verzeihen. Die Pummerin verkündete das freudige Ereignis mit glockenheller Stimme. Und auf dem Balkon des Belvedere hielten die Vertreter der großen vier sich bei den Händen. Morgen werden sich wahrscheinlich schon wieder bei der Gurgel halten. Die Freiheit kostet uns allerdings eine Menge Geld, von dem wir noch nicht wissen, wo wir es hernehmen sollen. Da ist guter Rat teuer. Aber alliierter Rat war schließlich noch teurer. Abmarschierende Kolonnen auf dem Schwarzenbergplatz, der kein Stalinplatz mehr ist. Und jetzt die letzte Ausfahrt, der vier im Jeep. Vierrädriges Gefährt. Österreich war nur das fünfte Rad am Wagen. Es war Farkasch, der zu einem der Pioniere des neuen Mediums Fernsehen wurde. Diese neue Technologie brachte das Kabarett mehr und mehr in die Wohnzimmer der Menschen. Eine echte Revolution. Man zieht die Bilanz des Monats und zieht die Lehre daraus. Man zieht die Bilanz des Monats, dann... Fernsehen, naja, braucht man nicht diskutieren. Erreicht mit einem Klick, auch damals, ja, sicher, mit einem Knopfdruck bist dabei und somit erreicht's sofort viele, viele mehr Menschen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wieder einmal ist es soweit. Ein Monat ist zu Ende und ich mache Bilanz. Unser aller Bilanz, nicht? Wenn Sie erinnern können... Ab 1957 startet Farkasch mit einer regelmäßigen Fernsehkabarettserie. Jeden letzten Samstag des Monats lief die Bilanz des Monats, später auch die Bilanz der Saison. Das war eine kabarettistische Sendung, die der Karl Farkasch mit seinen Freunden getextet hat. Und das war wahnsinnig beliebt. Das hat es sehr, sehr, sehr viele Jahre gegeben. Und ich war damals ein Kind und mir hat das total beeindruckt. Die Weltgeschichte lieferte uns natürlich einige Neuigkeiten, von denen wir aber noch nicht wissen, auf welcher Seite unseres Kontos wir sie verbuchen sollen. Es wird nämlich immer schwieriger mit der Weltgeschichte. Früher war sie einfacher. Es war weniger und es stimmte länger. Das war ja wirklich schon dann eine Geschichte. Da saßen die Leute im Kaffeehaus und wollten das dann unbedingt sehen. Abschließend können wir noch eine der alljährlichen usuellen Revolutionen in Südamerika verbuchen. Derlei politische Umstürze bestehen in der Regel darin, dass die Insassen der Regierungsgebäude und die der Gefängnisse wechselseitig ausgetauscht werden. Wir in Österreich aber konnten Gottlob einen sehr zufriedenstellenden Januar zur Kenntnis nehmen. 1956 formierte sich erneut um Bronner ein hochkarätiges Ensemble. Auch davon berichtete das Fernsehen. Die Bundeshauptstadt hat wieder ein politisches Kabarett. In der Liliengasse hat sich Helmut Qualtinger mit seinem Team niedergelassen. Und sie nehmen sich durchaus kein Blatt vor den Mund. Oskar Seemann ist natürlich auch dabei. Eva Bartok, Söder vom und Läumering, Dieter Borsche und der Walter Müller, Walter Gilder, Nadja Tiller, Romy Schneider, Magda Schneider, leider auch. Also, Herr Zierwitzer, passen Sie auf. Was ist eine Straße? Eine Straße ist die Verkehrsfläche zwischen Häuserfront und Häuserfront. Frechheit, woher wissen Sie denn das? Ohne Blattl vor dem Mond.
Legendär sind die Travnicek-Dialoge zwischen Gerhard Bronner und Helmut Qualtinger. Was, Travnicek, sagen Sie zu meinem Wagen? Ja, was soll ich sagen, wenn ich schon drin bin? Haben Sie, Travnicek, vielleicht etwas gegen die Motorisierung? An sich nicht. Es sind mir nur zu viele Autos dran beteiligt. Aber Travnicek, in Amerika kommen 3 Personen auf ein Auto, bei uns sind es erst 6. So? Ja. Ich habe neulich auf der Dresdner Straße 12 Personen auf ein Auto gesehen. 2 aus dem Burgenland, 4 aus Niederösterreich und 6 Salzburger. Wie kommen die alle auf ein Auto? Die Straße war glatt. Der Travnicek ist ja angeblich entstanden, dass irgendjemand erzählt hat, der hat so einen Typen bei einer Kreuzfahrt, glaube ich sogar, kennengelernt, der genauso war wie der Travnicek. Und das hat, glaube ich, dem Qualtinger und dem Bronner so gut gefallen, dass die halt mit der Figur gearbeitet haben. Ja. Auch Sie, Travnicek, würden diesen Wagen lieb gewinnen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten damit hineinfahren, hinausfahren, wann immer Sie wollen, weit hinein in die herrliche Bergwelt. Laberg, Königeberg, Lorenzerberg. Ja, aber dann kommt das Wochenende. Packt Sie da, Travnicek, nicht auch die Lust, mit den anderen Samstag früh hinauszufahren? Nein. Warum nicht? Wer am Sonntag oben sieht, was da alles zurückkommt. Und es war dann schon ein Spiegel der Verhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse in Österreich. Vor allem bei dem sehr politischen Bronner Kabarett, das muss man schon sagen. Die rote Welle. Es scheint mir, Travnicek, eine längere Sitzung zu werden. Guck's mir die Zeitung. Denn wenn Sie sich ernstlich für meinen Wagen interessieren, muss ich mir bei Zeiten noch einen anderen umschauen. Ne? Also, da hätten wir mal einen Direktionswagen, Prachtstück, gut erhalten, 12.000 Schilling. So ein Wagen kommt mir vor wie die Straßenbahn. Fürs Technische Museum ist er zu. Für den Verkehr ist er zu alt. Für den Betrieb ist er zu gefährlich und zum Wegschmeißen ist er zu groß. Der Travnicek ist ja praktisch eine Vorstudie zum Herrn Korl. Ja. Der neue Außenminister findet seinen alten Staatssekretärsessel besetzt. Dort vorn, Herr Minister. Ja, dort. Na, Sie werden sich schon eingewöhnen, die neuen Minister. Die 50er Jahre standen in Österreich im Zeichen des Proporz. In der Politik und bei der Besetzung öffentlicher Ämter kamen jeweils gleich verteilt ein Wunschkandidat der ÖVP und einer der SPÖ zum Zug. Die Proporzgeschichte war ursprünglich, als Österreich wieder erstanden ist, eine durchaus friedensstiftende politische Angelegenheit, dass man sich nicht bekämpft, sondern im Wiederaufbau auch gemeinsam arbeitet, um Österreich weiterzubringen. Grüße Gott, das sagst, wie geht es denn? Doch nach und nach verfestigte sich der Eindruck, dass sich vor allem eines aufdrängt, Freundelwirtschaft. Es geht mir wunderbar, das ist ja klar, weil ein alter Schulfreund, der es mir gut meint, tut was für mich im Ministerium. Einen Nazi habe ich einst beschützt. Der ist jetzt groß geworden und hat mir sehr genützt. Auch in der Leitung einer Zeitung habe ich einen guten Freund, der hilft mir sehr. Auch in einer Bank kennt man mich jahrelang. So macht man heutzutage Karriere. Auf einmal sagt zu mir der Puntiger, sag mal, was ist wahr an dem Tam-Tam? Einen vom Sohn des damaligen österreichischen Nationalratspräsidenten Felix Hurdes verursachten Autounfall verarbeitet Gerhard Bronner in einem eigenen Chanson. Der Papa wird schon richten, der Papa wird schon richten, das gehört zu seinen Pflichten, das ist mir sehr getan. Und wenn man einen Sohn hat und so eine Position hat und so viel Protektion hat wie mein Papa, dann kriegt er schon ein Telefonat. Namentlich genannt wird Hurdes nicht, aber die Anspielung war eindeutig. Zu dem oft behaupteten Rücktritt von Felix Hurdes infolge der Ausstrahlung kam es jedoch nicht. Der Papa wird schon richten, der Papa wird schon richten. Er weiß so viele Geschichten, die andere Leute steuern. Vom kleinsten Referenten hinauf zum Präsidenten. Wer wichtig ist, der kennt ihn, mein alten Herr. Man dient ihm gern und da planiert die leidigsten Affären ganz intern. Das 1956 um Bronner entstandene Ensemble hielt nicht lang. Zuerst verließ Kreisler das Ensemble.
Und auch Qualtinger ging neue Wege, vor allem als Autor und Schauspieler. 1961 verfasste er mit Karl Merz gemeinsam ein Ein-Personen-Stück, das speziell für das Fernsehen konzipiert war und wahrscheinlich das legendärste Stück Kabarettgeschichte Österreichs überhaupt ist. Also der Herr Karl ist, hat für mich einen Stellenwert wie die Bundeshymne. Wir brauchen Sie gar nichts dazu. Weil ich kenne das. Das ist das Porträt eines Mitläufers, eines halt typischen, nicht Österreichers, würde ich fast sagen, eher Wieners. Und er hat dort einen Gesprächspartner, seinen jungen Kollegen in der Wiener Feinkosthandlung. Das ist ein junger Mensch, da war ich schon. Ich war auch einmal ein junger Mensch, aber damals. Diesen Partner sehen wir nicht, denn der Herr Karl spricht zur Fernsehkamera. Es war eine andere Zeit, da war ein junger Mensch nur ein junger Mensch, wenn er über die Kisten. Was? Und diese intime, direkte, unmittelbare Nähe des Gesprächs kennt weder der Film noch das Theater. Dann ist eh schon der Hitler gekommen. Ja, das war ein Jubel, eine Begeisterung, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann, nach diesen furchtbaren Jahren, nach diesen traurigen Jahren. Ne? Der Wiener hat endlich einmal eine Freude gehabt wieder, ne? Ein Hetz, man hat was gesehen. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Wann sind Sie geboren? 38. Na ja, wir sind gestanden am Heldenplatz, am Ring. Unübersehbar war mir. Man hat gefühlt, man ist unter sich. Und es war wie bei einem Hering. Es war wie ein riesiger Hering, aber feierlich, ein Taumel. Also darum sind sie ja 38 geboren worden. Dezember, habe ich mir eh gedacht. Und da, das war ein Skandal, weil sich die Leute natürlich, ein ganzes Volk hat, glaube ich, irgendwer hat geschrieben, ich glaube, Weigel war das, hat gesagt, ein ganzes Volk. Hat das Gefühl gehabt, man steigt ihm auf den Fuß oder auf die Zehen. Ja. Wenn das eintritt, dann weiß man, man hat die Leute getroffen im Innersten. Wenn sich dieses Aufbäumen gegen die eigene verdrängte Schuldbewusstheit, egal was es betrifft, ja, so äußert, dass man den, der sie äußert, den, ich weiß nicht, was alles an den Hals wünscht, dann hat man die Leute getroffen. Bis 34 war ich Sozialist. War auch kein Beruf. Hat man auch nicht davon leben können. Heute, wenn ich war, heute bin ich drüber hinaus. Ich habe eine gewisse Reife, wo mir die Dinge gegenüber abgeklärt sind. Na, 34 Jahre, wissen Sie, wie das war? Ah, nein, Sie wissen es nicht, Sie sind jetzt jung. Nein, Sie brauchen es auch nicht wissen. Das sind Dinge, da wollen wir nicht dran rühren. Daran erinnert sich niemand in Österreich gern. Später dann bin ich demonstrieren gegangen zu den Schwarzen, zu den Hahnenschwanzlern, zu der Heimwehr. Habe ich 5 Schilling gekriegt. War ja Geld damals. Dann bin ich um zu den Nazis, zu den damaligen Nazis, habe ich auch 5 Schilling gekriegt. Ja. Österreich war immer unpolitisch. Wir waren nie politische Menschen. Ein bisschen Geld ist halt zusammengekommen. Hat ich von was leben müssen? Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Hören Sie, könnten lernen von mir. Den Lebenskampf. Den wir damals haben führen müssen. Dass der Herr Kordl damals einen Skandal ausgelöst hat, kann man rückblickend leicht verstehen. Aber wieso ist dieses Stück bis heute für die Menschen so faszinierend? Das hat irgendetwas, das fällt unter das Geheimnisvolle der Kunst, wo wir nicht wissen, warum fasziniert Generationen schon die Mona Lisa? Also wenn man sich die anschaut, wenn wir uns ehrlich sind, ich mache mir mit der nichts aus, weil es mir nicht gefällt. Aber es ist ein tolles Bild und das wird es immer geben. Und das, na ja, so warten wir halt. Nicht? Was noch wird, wie es kommt, wie es weitergeht. Mit nur 33 Jahren stand Helmut Qualtinger auf dem Gipfel seiner Karriere. Der frühe Erfolg hatte nicht nur positive Seiten. Das Stück hat den Qualtinger, ja, war ja auch eine Bürde, weil immer, wenn der was Neues probiert hat oder was Neues gemacht hat, hat er dann gesagt, die Leute wollen eigentlich immer nur einen Herrn Karl sehen. Sie werden noch oft an mich zurückdenken. Weg ist er. Aber fest steht, der Herr Karl bescherte Qualtinger einen bis dahin beispiellosen Ruf. Ich habe ihn nie wirklich persönlich gekannt. Wir sind oft im selben Lokal gesessen, hier im Café im Alt-Wien in der Nähe. Und ich bin 2 Tische weiter gesessen, hätte nie gewagt, mein Idol
anzureden. Ich habe ihn einfach nur beobachtet und war glücklich, dass ich mit ihm im selben Raum war. Und dann habe ich, jemanden kennengelernt, der hat ihn im Alt-Wien gesehen, am Nebentisch ist er gesessen und wollte ihn ansprechen und hat sich überlegt, hat eine halbe Stunde herum dann. Und der hat die Zeitung gelesen, der Gwaltinger. Und dann endlich hat er sich traut, hat sich einen Ruck gegeben, steht auf, geht hin zum Gwaltinger. Und bevor er noch was sagen konnte, hat der Gwaltinger gesagt, ohne aufzublicken, geh ans Scheißen. Der Herr Kordl war einer der ersten großen Anstöße im Land, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Selten hat ein Stück Kabarett seinen Finger so tief in die offenen Wunden einer Gesellschaft gelegt. Bis sich auch in der Politik und in der breiten Bevölkerung ein verändertes Geschichtsbild durchgesetzt hat, sollte es aber noch ein paar Jahrzehnte dauern.